Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich quasi ein Unboxing ohne Box von der Asam Wundertüte. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir mal zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Asam Wundertüten sind mal wieder da gewesen. Es ist irgendwie ein Produkt weniger drin und hat irgendwie die 25 Euro gekostet, so den Dreh. War das sonst immer 30 Euro? Ich bin total verwirrt, weil irgendwie war das anders als sonst, ne? Und wir haben halt auch keine Tüte, sondern eine Jute-Tasche, was ich eigentlich ganz gut und nachhaltig finde. Ich verwende solche Taschen immer ganz gerne weiter, weil ich öfters was zur Tafel bringe oder so und da dann einfach auch was reinpacken kann. Ich habe tatsächlich auch zwei bestellt, weil ich eine weiter verschenken wollte und eine dann quasi für mich behalten möchte. Und ja, dann, ich habe euch den Preis aber mal eingeblendet, was ich dafür bezahlt habe. Ich bin einfach hart verwirrt. Ich habe auch schon andere Unboxings gesehen und ich bin gespannt, ob ich auch das gleiche drin habe oder ob ich andere Sachen drin habe. So wie ich das mitbekommen habe, ist der Tenor nicht so positiv gewesen, wie das sonst immer der Fall war, oder? Auf jeden Fall haben die das ja diesmal auch gesplittet, weil die ja auch die Magic Finish Boxentüten rausgebracht haben. Habe ich ja auch mit euch zusammen ausgepackt. Und ja, jetzt habe ich hier diese Jute-Tasche und ich blicke jetzt einfach mal rein und ziehe irgendwas raus. Ne? Weil, wie gesagt, zwei habe ich da. Wir gucken die mal nacheinander an. Einmal habe ich hier ein Serum drin. Das habe ich schon mal leer gemacht von dem Asam. Das Resveratrol Premium NT50 Navigation Technology Essence of Use. Das sind 50 Milliliter. Das habe ich schon mal von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt. Genau. Und das ist wunderschön. Also richtig, richtig hübsch. Ja, und hat mir auch ganz gut gefallen. Ich fand es halt echt irgendwann nervig, weil das ein riesiges Produkt ist. Aber das ist ja bei Asam Beauty öfters so oder bei M. Asam, dass dann halt irgendwann die Produkte einmal auf den Keks gehen, weil sie so groß sind. Bin ich ehrlich, ist bei mir tatsächlich so. Aber dann stelle ich das zur Seite, benutze ein anderes und danach benutze ich das dann halt weiter. Ne? Aber normalerweise ist es so, dass wenn ich ein Gesichtsserum habe oder ein Körperpflegeprodukt oder so, ich mache das auf und dann wird das verwendet, bis es leer ist. Das ist so mein, wie ich normalerweise meine Sachen verwende. Ne? Wow, hier habe ich was drin. Duschgel Glowing Night. Da will ich gleich mal dran riechen. 500 Milliliter sind hier drin. Das sieht extrem edel aus. Finde ich sehr, sehr hübsch. Ne? Und 500 Milliliter ist echt mal eine Ansage für ein Duschgel, das muss ich sagen. Normalerweise hast du ja auch so 250, 300 Milliliter maximal drin. Ne? Das hast du schon bei diesen hier Isana und Balea-Geschichten, dass du da so viel Inhalt drin hast. Das ist schon krass, aber geil finde ich schon mal, dass du hier so ein Vieh hast, ne? So zum Hochdrücken und nicht dieses zum Aufschrauben oder so. Habe ich jetzt irgendwas? Weiß nicht, habt ihr was fliegen sehen? Ich rieche mal vorsichtig dran. Oh, das riecht richtig gut. Ich habe jetzt Angst. Ich mache es anders. Ich habe Angst, dass ich mir jetzt gleich so einen Duschgelkram ins Gesicht haue. An irgendein Parfum oder so erinnert mich das. Das ist sehr, sehr edel. Oh, guck mal, das ist mit Vitamin E. Vitamin E ist ja das Schönheitsvitamin, wie ich gelernt habe. Feuchtigkeit ist auch noch mit am Start. Verführerisch steht ja auch drauf. Also geiler Duft. Boah, das kann ich mir echt gut vorstellen. Riecht richtig, richtig angenehm. Also das mag ich gerne leiden, aber hier ist halt auch wieder die Sache, ne? Riesen-Oschi. Ich glaube, sowas kommt ganz gut, wenn man wirklich eine Familie hat, ne? Und dann vielleicht auch die Tochter das irgendwie mitverwendet oder so. Oder so, wie auch immer. Ja, dann habe ich hier was drin, das hatte ich auch schon mal da. Ist mir zu wenig leider. Von Flora Mare Lichtschutzfaktor 20. Ich brauche 50 plus. Ich bin super hell. Sun Defense Moisturizer, eine feuchtigkeitsspendende Feuchtigkeitspflege quasi. Protection, schützend, pflegend, feuchtigkeitsspendend, 50 Milliliter. Das wird weiter wandern. Das wird nicht bei mir bleiben, ne? Ja, weil 20, das ist mir einfach zu wenig. Dann habe ich hier ein Tiegelchen drin. Nano Lift Advanced Skincare Vitamin Glow Vitalisierende Tagescreme mit Granatapfelextrakt. Ah, das vertrage ich eigentlich nicht so gut. Und Vitamin E, da sind wir auch wieder bei diesem Schönheitsvitamin. Und ja, macht hier Feuchtigkeit und Elastizität. Das ist natürlich klasse. 50 Milliliter, das ist eine gute Größe für einen Cremetiegel, ne? So als für einen Tag. Darüber würde ich mir auf jeden Fall dann aber noch einen Sonnenschutz geben. Aber da ich halt die Produkte von Beauty Mates im Gesicht verwende, also als Creme, mache ich das jetzt nicht direkt auf, ne, weil ich habe noch eine Creme von Beauty Mates offen. Und man kann die Creme aber sicherlich auch mit den Boostern kombinieren. Bei Beauty Mates habe ich auch einen Code. Also das ist
wahrscheinlich jetzt aktuell wieder der Claudis Weltcode, ne, für 20%. Es sei denn, ich habe die Möglichkeit, einen Code zu bekommen, wo ich mehr als 20% Rabatt für euch rausschlagen kann. Müssen wir mal gucken. Irgendwas blende ich euch ein. Okay, und hier haben wir auch einen Self-Tanner mit drin. Auch das benutze ich von Beautymates tatsächlich. Schade, ich hätte mir gehofft, ich hätte hier mehr Körperpflege drin gehabt. Ja, Self-Tanning Drops, Gesicht, Face, Visage, 30 Milliliter. Wofür ich mir das aber sehr gut vorstellen kann, weil das wird ja auch so ein Produkt sein, was du quasi dann in die Gesichtscreme einmischt und dann halt auch das Gesicht gibst. Ich verwende ja auch den Selbstbräuner Booster oder ja, Selbstbräunungsbooster heißt der ja auch von Beautymates. Misch mir den aber in meine Bodylotion rein. Und das kann ich mir bei dem dann auch ganz gut vorstellen. Ich glaube, das werde ich dann auch tatsächlich mal machen, einfach um zu gucken, wie der so ist, ne? Weil bislang alles, was ich so an Self-Tan auch von anderen Marken verwendet habe, ist bei mir wirklich Umpa-Lumpa-mäßig geworden. Ich sah so orange aus. Naja, aber hier haben wir eine wirklich schöne Pipettenflasche und das werde ich jetzt einfach mal anwenden. Auch wenn jetzt Winter ist oder vielleicht gerade weil jetzt Winter ist und niemand das Ergebnis sieht, wenn es nicht so schön wird. Weil ich das halt gerne dann auch so genommen habe. Meine Beine werden einfach nicht braun. Ne? Das ist ein Fakt und da kann ich machen, was ich will. Und deswegen bin ich dann irgendwann dazu übergegangen, den Self-Tan-Booster, Selbstbräunungsbooster von Beautymates dann einfach mit in meine Bodylotion für die Beine mit reinzumischen. Und das werde ich hiermit jetzt einfach auch mal ausprobieren. Mal gucken, das war jetzt schon die erste Tasche. Also bin ich jetzt nicht so begeistert von, muss ich sagen. Also dieses Duschgel, ja, finde ich klasse und ich glaube, das kostet ja auch irgendwie 12,75 oder sowas. Das Serum ist schön, hätte ich jetzt aber nicht unbedingt gebraucht. Den Moisturizer brauche ich nicht, ist nur 20, ne? Die Creme, ja, okay, ist nice to have. Self-Tan Booster, Self-Tan Produkt, genau das gleiche. Also hat mich jetzt nicht so umgehauen. Mal gucken, was in der nächsten Tasche drin ist. Und ja, ne? Mal gucken. Okay, da haben wir jetzt das Duschgel nochmal drin. Also das ist jetzt hier das Gleiche. Dann habe ich hier auch wieder diesen Moisturizer drin. Auch wieder mit Lichtschutzfaktor 20. Ja. Und dann habe ich hier auch wieder das Resveratrol drin. Das ist das Gleiche. Man hofft natürlich, wenn man zwei kauft, dass man da auch irgendwie einen unterschiedlichen Inhalt drin hat. Ne? Dann habe ich hier auch dieses Self-Tan-Vieh wieder mit dabei. Ja. Oh Mann! Okay, was ist das? Das ist anders. Okay, das ist schon mal, das ist auch aus dieser Nano-Lift-Reihe. Youth Express glättende Augencreme mit Spielanthol und Vitamin E. Das finde ich cool, das werde ich behalten. 30 Milliliter, dann kann ich da jetzt nämlich vielleicht auch umtauschen. Muss mal gucken. Vielleicht packe ich da auch irgendwas aus meiner Sammlung sonst mit rein, aus dem Adventskalender oder so. Muss ich mal schauen, weil die Tasche wollte ich dann ja sowieso noch ein bisschen schöner ausschmücken, ne? Ja, ist okay, aber cool auf jeden Fall, dass ich hier eine Augencreme mit drin habe. 30 Milliliter ist auch echt eine gute Größe. Die ist nur 6 Monate haltbar nach Eröffnung, deswegen lasse ich die jetzt auch erstmal zu. Aber ja, das wirkt jetzt nicht so super hochwertig, weil das ist ja alles Plastik, ne? Aber ist auf jeden Fall cool, dass da eine Augencreme mit drin ist. Das kann ich nicht anders sagen. Ansonsten schade, Schokolade, die anderen 4 Produkte sind gleich. Gut, ja, Tasche leer, zweite Tasche leer. Ein Duschgel, was ich auf jeden Fall verwenden werde. Ein Selbstbräuner, den ich ausprobieren möchte. Und eine Augencreme, die ich ausprobieren werde. Die anderen Produkte muss ich mal gucken, werden wahrscheinlich weiter wandern. Aber ich muss mal schauen, ne? Ja, ich bin nicht so überrascht, überzeugt, wie auch immer. Ich hätte mir lieber gewünscht, dass da mehr Körperpflege drin ist. Also so ein Peeling, ne? Die haben ja so geile Peelings, die haben so geile Bodylotions, Bodycreams und sowas. Das vermisse ich ein bisschen. Doch. Was ist das für ein Geräusch, Sammy? Warst du das? Achso. Der kleine Mann ist wach geworden. Okay. Ja, Schade Schokolade, aber ich habe 2 Jute-Säcke. Beziehungsweise einen, weil ich einen weiterschenken werde. Läuft. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Trotzdem ist mir natürlich bewusst, dass der Preis der Produkte höher ist als das, was der Beutel gekostet hat. Ist es halt nur dann schade, wenn man die Produkte nicht so verwendet. Ne? Aber gut, egal. Das war es jetzt hier von mir und dem Unboxing. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr euch auch dieses Mal eine Wundertüte sichern konntet und was ihr so drin hattet. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen und Beauty-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!